Hallo, hier ist wieder Nadine von Hängebauchmaus. Schön, dass ihr zuschaut. So, jetzt kommt doch eher gedacht ein Video. Diese Woche kommt ja eigentlich nur am Sonntag ein Bastelvideo und zwar vom Videohop von Team Stempelwiese. Aber meine Bestellung ist gekommen. Das hat ja diesmal ein bisschen gedauert, aber ist klar, da haben ja so viele Leute bestellt. Letzte Woche beim Ausverkauf. Und ich war jetzt ein bisschen gespannt, weil da was drin ist, was ich unbedingt für ein Projekt brauche. So, aber ich zeige euch natürlich alle meine Einkäufe hier. Hab vorher aber noch ein paar Infos für euch. Also, als allererstes, das gerät, glaube ich, so ein bisschen in Vergessenheit. Wir haben ja noch bis zum 14. Juni diese besondere Aktion mit den Shopping-Vorteilen. Ich hatte euch das schon mal in einem Neuigkeiten-Video gezeigt, aber ich meine, das war natürlich schon im Mai. Ist ein bisschen her. Das heißt, wenn ihr über diese 275 kommt, dann bekommt ihr zusätzlich 27 Euro. Also ihr bekommt ja hier, seht ihr die Prozentpunkte von eurem Bestellwert, 10%. Und dazu noch die 27 Euro. Also je höher ihr kommt, hier kriegt ihr schon 12% plus die 27 Euro. Also hier bei diesen 10% seid ihr, glaube ich, bei, ich weiß aus dem Kopf jetzt gerade nicht, 53 Euro oder irgend sowas. Was ihr euch dann halt noch aussuchen könnt. Shoppingvorteile sind ja immer Sachen, wo ihr euch dann sozusagen noch aussuchen könnt, ohne dass ihr noch etwas dafür bezahlt. So. Und das ist natürlich gleich geblieben. Der Artikel zum halben Preis, den gibt es ab Bestellwert von 550 Euro. Also vergesst es nicht, wenn ihr vorhabt, nochmal eine große Bestellung loszuschicken. Das wäre eure Chance bis zum 14.06. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr über mich bestellt. So, dann haben wir natürlich aktuell noch, nicht zu vergessen, die Auslaufliste vom Mini-Katalog. Also der Mini-Katalog, den habe ich hier liegen. Der ist ja noch gültig. Und die Auslaufliste hatte ich euch ja in einem separaten Video gezeigt. Das kann ich euch mal da oben verlinken. Es ist jetzt natürlich schon ein bisschen was weg, was halt wie immer so ist, ne? Also ein paar Sachen sind halt immer gleich am Anfang weg. Aber es gibt schon noch ein bisschen was. Also ihr könnt da schon noch das ein oder andere Schnäppchen machen. Und dann haben wir ja ab dem, was war denn das? 2. Juni, 1. Juni, was glaube ich? Diese Komplettsets. Die hatte ich euch auch schon gezeigt. Das verlinke ich euch mal da oben. Da habe ich euch ja alle Sets mal gezeigt, die es jetzt sozusagen mit dem Start von diesen Komplettsets geben wird oder gibt. Das war dann zwischenzeitlich so, dass diese Stempelsets, also alle, die einen Stempel mit drin haben, ein paar von denen vergriffen waren, weil die bei den Demonstratoren so gut angekommen sind. Und das ist jetzt nicht so, dass wir Hamsterkäufe gemacht haben. Wir durften tatsächlich nur ein Set bestellen. Also pro verschiedene Art. Also wir konnten jetzt nicht sagen, davon will ich aber 5 Stück haben. So ist das gar nicht. Mittlerweile sind einige wieder verfügbar, aber nicht alle. Also ich habe gesehen, gestern, glaube ich, war das Set mit der Rose zum Beispiel nicht verfügbar. Es kommt aber noch Nachschub. Also man muss immer wieder mal in den Online-Shop schauen. Wenn dann wieder was eingetroffen ist, also ich versuche euch das dann auch immer zu sagen oder wenn mich jemand direkt auf ein Set anspricht, den auch dann zu benachrichtigen, wenn es wieder da ist. Da seht ihr im Online-Shop immer, was gerade aktuell da ist. So, was habe ich denn noch vergessen? Dann hatte ich euch im letzten Video ja gezeigt, es gibt auch so einen digitalen Download, der ist kostenlos. Wenn ich das Video nicht schon verlinkt habe, mache ich das da oben. Es sei denn, es war in einem der Videos drin, wo ich euch schon verlinkt habe. Da könnt ihr natürlich euch kostenlos was ausdrucken. Da gibt es mittlerweile auch ganz hübsche Beispiele auf Instagram oder Pinterest. Da könnt ihr ja mal schauen. Und ja, dann habe ich jetzt noch, es gibt ja immer diese Paper Pumpkin Sets. Das ist ja so eine Abo-Box, die es in Amerika gibt, in Nordamerika. Und
Das gibt es ja meistens nur dort und ein-, zweimal im Jahr haben wir auch eins in Deutsch. Und aktuell haben wir ja das hier, dieses Blumen der Freundschaft. Das ist, glaube ich, das Set, was auf das Papier aus der Celebration ausgelegt ist. Also das gibt es noch. Ich hatte euch das in irgendeinem Video, ich weiß nicht mehr in welchem, auch schon gezeigt. Da sind halt Sachen drin für 9 Karten. Und das sind 3 verschiedene Designs. Da habt ihr alles drin, was ihr eigentlich braucht zum Kartengestalten, außer einem Stempelblock. Diese transparenten Stempelblöcke sind in diesen Paper Pumpkin Sets nicht mehr enthalten. Aber ihr habt halt alles, was ihr zum Verzieren braucht. Ihr habt einen Stamping Spot, also ein kleines Stempelkissen drin. Und die Klebemittel und so, da ist alles dabei. Und das kostet 26 Euro. So, es wird ab August noch eins geben. Und das ist abgestimmt auf das Set Tintenkunst. Und das wird's, also ihr seht ja hier schon auf diesem Werbeflyer, den zeige ich euch jetzt mal. Also ab 11. August gibt es das dann. Und da könnt ihr wieder 9 Karten gestalten. Ihr habt diesmal 2 kleine Stempelkissen dabei. Und es zieht sich auf die In-Color-Farben, sowohl die alten als auch die neuen. Also die wir jetzt haben, das, was ist denn das? Papaya, Bonbon, Rosa, Lodengrün, Frieschenlila und Celadon. Und die vom letzten Jahr. Ich weiß gar nicht, ob ich sie jetzt alle aufgezählt kriege. Aventurin, Abendblau, Magenta, Rot, Hummelgelb und. Seht ihr? Die letzte Farbe fällt mir gerade nicht ein. Könnt ihr ja im Katalog nachschauen. Es ist abgestimmt auf die Produkte Tintenkunst, ne? Also dieses wunderschöne Designpapier zum Beispiel. Und es ist in einer schönen Schachtel verpackt, also extra wieder so gestaltet, dass ihr die auch noch weiterverwenden könnt. Oder wenn ihr es verschenken wollt, könnt ihr es noch ein bisschen aufhübschen und so. Also ein bisschen seht ihr das hier schon. Und das wird es ab 11. August geben. Jetzt schaue ich mal, ob hier noch irgendwas steht, was wichtig für euch ist. Also, ihr habt wieder Sets drin für 9 Karten und es sind 3 verschiedene Designs mit Umschlägen natürlich. Und ihr bekommt alles, was ihr zum Gestalten braucht. Vorgeschnittene Elemente, Accessoires, Klebemittel. Ihr habt diesmal, wie gesagt, 2 von diesen kleinen Stempelkissen. Und ja, und natürlich keinen, ich schmeiße hier alles rum, transparenten Stempelblock. Das müsst ihr euch irgendwie anders behelfen. Entweder habt ihr welche oder ihr zweckentfremdet ein Glas oder sowas. Ja, im Gegensatz zu den Komplettsets, wo wir es haben, da ist ein Stempelblock dabei. So, ich glaube, jetzt habe ich alles erzählt. Jetzt fährt mal los. Es sieht hier wirklich bunt gemischt aus auf meinem Tisch. Alles so ein bisschen durcheinander. Ich musste nur schauen, ob alles dabei war in der Bestellung. Also, ich habe natürlich auch ein bisschen beim Ausverkauf zugeschlagen. Das ist zweimal. Ja, ihr wisst, ich sammle immer gerne. Ich brauche immer Papier zum Streicheln und eins zum Schneiden. Dieses besondere Designerpapier für immer im Herzen. Das ist ja so foliert. Ich glaube, ich hatte euch das sogar schon mal gezeigt. Das packe ich jetzt nicht aus. So, dann habe ich zugeschlagen. Das gehört auch zu dieser Reihe. Und zwar. Diese Leckereien-Schachteln für immer im Herzen. Ich glaube, jetzt muss ich doch noch mal in diesem Katalog stöbern, weil ich packe euch das jetzt nicht aus und bastel euch das zusammen vor der Kamera. Ich muss jetzt noch mal gucken, wo diese für immer im Herzen-Reihe ist. Da. Irgendwo ganz vorne. Hier, solche Schachteln da. Das ist das Designpapier, ne? Und hier sind diese kleinen Schachteln. Das sieht man so schlecht auf dem Bild. Ich gucke mal, ob die hier ein Bastelprojekt haben. Ich glaube, hier haben sie so eine Schachtel verziert. Und man findet da jetzt schon ganz viele Ideen. Hier ist noch so eine Schachtel im Internet. Also die habe ich mir bestellt.
Ich hatte da eine Bastelidee gesehen, die ich mal umsetzen möchte. Muss ja nicht unbedingt was mit Herzen sein. So, dann habe ich mir noch ein bisschen Designpapier. Ah, ein Papierfalter, weil er gerade hier liegt. Ich habe mir einen Papierfalter bestellt. Meiner ist nämlich schon ein bisschen, naja, also der tut's noch, aber manchmal, der ist hier schon echt mitgenommen. Ich weiß auch nicht, manchmal ist der ein bisschen nicht so nett zu meinem Papier, sagen wir es mal so. Also habe ich mir einen neuen bestellt. So, dann hatte ich ja das PaperShare angeboten. Das gilt übrigens immer noch den ganzen Monat. Da hat jemand was bei mir bestellt, deswegen habe ich nochmal bestellt das Designpapier von Hand gemalt und die Stiefmütterchen und natürlich die Tintenkunst, die ja so beliebt ist. Ja, das ist ja auch so foliert. Und für mich habe ich die Tintenkunst auch nochmal bestellt. Also, dann habe ich bestellt. Ich liebe ja die Schnecken und das Papier. Das habe ich jetzt echt schon ganz schön geräubert. Also habe ich nochmal zugeschlagen. Ich habe gesehen, das gibt es auch noch, das Designpapier. Also wenn ihr da zuschlagen wollt. Ich glaube, es ist nicht reduziert, aber es gibt es noch. Mit den Schnecken. So, und dann ganz profane Dinge. Wir machen mal die langweiligen Sachen zuerst. Farbkarton. Also mir ist ein bisschen was ausgegangen, weil ich so viel damit gebastelt habe. Also normales Weiß in extra stark. Ich nehme für die Karten immer gern extra stark. Und dann haben wir hier Incolor, also Papaya. Das ist Lindgrün. Das ist keine Incolor-Farbe. Da hatte ich, glaube ich, nur noch ein Blatt oder so. Frieschenlila. Normales Weiß, nicht extra stark. Celadon. Lodengrün. Habe ich echt fast nichts mehr da. Furchtbar. Tannengrün. Damit habe ich jetzt auch ganz viel gebastelt gehabt. Für einen Kartenswap. Und dann war mein Tannengrün alle. Das geht ja gar nicht. Und Bonbonrosa. So. Und da könnt ihr euch vorstellen, allein durch das Papier, wie schwer dieses Paket war, der arme Paketbote. Ich lege das mal kurz zur Seite, dann haben wir hier Platz. So, weggeräumt. Übrigens, ihr könnt gerne meinen Instagram-Kanal abonnieren. Und ich habe auch eine Facebook-Seite, das findet ihr unten in der Infobox. Da seht ihr dann auch immer mal Werke, wozu ich kein Video drehe. Also ich kann ja nicht zu allem ein Video drehen. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr da gern vorbeischauen und da öfters mal schauen, ne? Ob da was dabei ist, was euch anspricht. So, dann habe ich mir einen Prägefolder bestellt, den da. Und der ist schon ausgepackt, weil es ist ein 3D-Prägefolder, Mauerwerk. Ich habe euch den natürlich schon mal durch die Maschine gelassen, damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt, was das Ergebnis ist. Habe ich jetzt auch schon ganz schöne Sachen damit gesehen. Hinten sieht es so aus. Also ich glaube, es macht schon Sinn, den so rum zu verwenden, aber spricht auch nichts dagegen, es so zu machen, ne? Den habe ich mir bestellt. Dann habe ich festgestellt, ich hatte noch so ein uraltes Kissen von Anthrazitgrau. Ich zeige es euch mal. Das ist ja diese alte Form. Ich habe das jetzt für ein Kartenprojekt öfter gebraucht und habe festgestellt, das Kissen ist nicht mehr so gut. Und deswegen musste ein neues her. Ich hoffe, dass es jetzt hält ganz lange, ne? So, dann habe ich festgestellt, ich habe ja immer das Gefühl, ich habe alle Farben. Diese zwei hatte ich tatsächlich nicht. Also ich glaube, das könnt ihr ganz schlecht sehen. Lindgrün. Und ich hätte es echt gebraucht bei der einen Karte. Und Merlot-Rot. Ich hatte tatsächlich diese zwei Farben noch nicht. Ich weiß, es gibt ganz viele unter euch, die haben überhaupt nicht alle Farben, ne? Das ist auch okay. Aber ich bin ein Sammler. Und ich benutze eigentlich Rot und auch Grüntöne ziemlich oft. Und das hat mich voll geärgert, dass ich dieses Lindgrün nicht hatte. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wenn du das dann mal benutzen willst und du hast das nicht. Und ich habe mir natürlich die Nachfüller dafür auch bestellt. Ist ja klar. Damit ich das dann auch auffüllen kann. So, das war also mal ein bisschen basic. Nichts Besonderes. Ich habe nämlich eigentlich viele Basics bestellt, muss ich feststellen gerade. Ich habe mir nämlich noch eine Schere bestellt. Und
kein Abreißklebeband, das war alle. Dann habe ich mir einen Kreidemarker bestellt. Das werdet ihr bald sehen. Ich denke, nächste Woche kommt das Video dann. Da hätte ich den gebrauchen können, hatte ihn aber nicht. Habe was anderes benutzt. Aber das möchte ich mal ausprobieren, wie der ist. Ich hatte bisher keine Kreidemarker. So, dann mein Reinigungsprofi sieht schon ein bisschen nicht mehr so gut aus. Deswegen habe ich mir schon mal auf Vorrat einen neuen bestellt, falls der alte es irgendwann nicht mehr tut. Dann habe ich mir jetzt auch mal diese Pinselchen bestellt. Also ich habe ja Pinsel. Wenn ihr meine Videos schaut, dann wisst ihr ja, ich habe so, ich zeige es euch mal, so Kosmetikpinsel. Also in verschiedenen Größen. Ich habe das in ganz vielen verschiedenen Größen. In ganz winzig und in riesig. ja, also die tun ihren Zweck. Die sind super. Sie sind allerdings, naja, billig. Und Haaren. Also manchmal nervt das. Und ja, und da wollte ich jetzt mal diese ausprobieren, weil die mal alle davon schwärmen und mal schauen, ob die denn wirklich besser sind. Also ich bin sehr gespannt. So, dann habe ich mir bestellt, das war noch aus dem Ausverkauf. Und ich mache es euch mal auf, was nennt sich das? Kreativklammern. Wenn es aufgeht. Kann man das schrauben oder muss man das ziehen? Ah, man muss es ziehen. In Gold und in Silber. Ich hole mal. Na, ich will eigentlich nur eine. Zack. Also das sind so Klammern. So, steht nicht scharf so. Ne? Also jetzt gut zum Beispiel für Karten, wo irgendwie zusammengehalten werden müssen zum Beispiel. Wenn ihr keine Banderole machen wollt, geht es vielleicht mit einer Klammer oder einer Verpackung oder was weiß ich. Mir fällt bestimmt was ein, wozu ich das brauche. So, dann habe ich mir dieses Nachfüllset für den blühenden Kaktus bestellt. Ich habe mir ja das ganze frische Set sozusagen, das Produkt mit Linie nicht bestellen müssen. Das habe ich ja schon. Aber im Nachfüllset haben wir halt nochmal diesen Filz, das Designpapier und das Garn. Gut, das Garn wäre jetzt nicht nötig gewesen, habe ich noch. Aber das Designpapier natürlich und der Filz. Und das war zur Hälfte reduziert, deswegen habe ich zugeschlagen. Ich weiß gar nicht, ob es das jetzt noch gibt. Ehrlich gesagt, habe ich gar nicht nachgeschaut. Und ich habe auch was damit gebastelt. Habe aber kein Video dazu gedreht. Das findet ihr dann in nächster Zeit auf Instagram und Facebook, das Bild. So, jetzt kommen wir. Ah, hier habe ich noch einmal Papier, das ist so klein versteckt. Diesmal die richtigen in Color. Wenn ihr mein letztes Auspackvideo geschaut habt, dann wisst ihr, ich habe ein bisschen doof geguckt, als ich die alten in Color auf einmal in den Händen hielt. Und dann habe ich erst gesagt, die haben einen Fehler gemacht. Nein, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe tatsächlich die falsche Bestellnummer eingegeben. Und jetzt habe ich die richtige in Color Gruppe sozusagen. Also das Design ist ja gleich, aber jetzt habe ich es halt in den richtigen Farben. Das ist ja jetzt dieses Bonbon-Rosa. Und das hat halt einmal, das hat vier Designs, ne? Einmal diese Blümchen. Und dann haben wir hinten Karos und, ja, Rauten, Fliesen, keine Ahnung, wie man das nennt. Und dann haben wir das Ganze in Seladon natürlich. Auch in diesen vier Designs, in Fräschenlila. Dann in Papaya. Sieht heute so hell aus. Ich habe irgendwie eine falsche Farbeinstellung drin. Also ein Ticken dunkler ist es ja schon. Und das Lotengrün. So, jetzt habe ich auch die richtigen Innenkolor. Die anderen habe ich deswegen trotzdem schon verwendet. Und zwar beim letzten Bastelvideo von mir. Da habt ihr ja gesehen mit dem Stanzenset Wiese und Löwenzahn. Da habe ich ja das Abendblau verwendet. Aus so einem Pack. So, dann habe ich mir diese Zierelemente aus der Produktreihe Tintenkunst bestellt. Also ich habe mir jetzt die
die Reihe Tintenkunst bestellt, sozusagen. Die hatte ich noch nicht. Da kann ich auch gleich mal, ich gucke jetzt mal, wo ich das Stempelset dazu habe. Natürlich ganz unten. Also, das Designpapier haben wir ja vorhin schon gesehen. Das ist jetzt das Stempelset. Also eigentlich wollte ich es gar nicht haben. Das ist nämlich gar nicht so meins. Und dann, wie das immer so ist, dann sieht man die ganzen schönen Projekte, die die anderen damit machen. Und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo man denkt, ich muss es doch haben. Ja, so war es jetzt bei mir. Also das sind Gummistempel. Und die passenden Stanzformen dazu. Jetzt muss ich auffummeln. Moment. Die heißen künstlerisch. Die habt ihr bestimmt auch schon ganz viel gesehen. Also das ist im Moment, glaube ich, so richtig der Renner. Einmal diese Blätter hier und einmal diese Stanzform. Und natürlich kann man hier auch noch die Umrisse ausstanzen. Also das hier, ne? Aber das hier ist sozusagen losgelöst davon. Noch zusätzlich. Und ja, und ich konnte jetzt dann doch nicht widerstehen. Es war jetzt am Anfang nie unbedingt auf meiner Bestellwunschliste. Ist da aber schneller hingewandert, als ich gedacht habe. So, das sind die Stanzformen, das Stempelset. Aber wir gucken jetzt noch in die Zierelemente rein. Die habe ich auch noch nicht von nahen gesehen, auch nur im Katalog. Und dann machen wir jetzt das mal auf hier. Also, zum einen haben wir hier solche Pailletten. Könnt ihr das gut erkennen? Die sind eigentlich durchsichtig, aber die schimmern. So. Und dann haben wir hier so vorgestanzte Elemente. Also ich bin da jetzt auch mal vorsichtig, weil ich kann mir vorstellen, dass die relativ schnell von alleine hier rausfallen. Also hier so ganz zarte Sachen. Und ich gucke jetzt mal, ob die alle gleich sind. Oder ob es da noch ein anderes... Nö, ich glaube, die sind alle gleich. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Blätter. Habe ich mich jetzt nicht verzählt? 5 Blätter. Also dieses Blatt hier 5-mal. Also ihr habt hier die Blätterzweigchen. Die kann man jetzt natürlich so ganz elegant lassen. In weiß. Aber der Clou ist, diese Gold. Aber wer Gold nicht mag, kann ja auch weiß nehmen und die kolorieren. Auf die Idee bin ich nämlich schon gekommen, als ich das gesehen habe. Das sieht ja keiner, dass das hinten ist. Das kann man ja kolorieren, in einer Wunschfarbe sozusagen. Aber die sind halt alle in Gold. So richtig, also ist kein mattes Gold, glänzendes Gold. Aber es ist jetzt kein so ein speckiges Gold. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, ne? So. So. Habt ihr also die Möglichkeit, Gold oder Farbe eurer Wahl? Die fummel ich später wieder rein. Ihr wisst, ich stelle mich da immer blöd an. So. Dann habe ich mir das bestellt. To the Moon. Jetzt gar nicht so sehr, also die Sprüche sowieso nicht, ist auf Englisch. Ihr wisst, ich mag das nicht so sehr mit dem Englisch. Aber da habe ich schon eine Bastelidee. Und deswegen, nur wegen diesem einen Stempel, musste das mit. Das ist ein Klarsichtstempel. Und das ist ja so die neue Aufmachung, dass man hier alles spiegelverkehrt hat, damit man das hier reinkleben kann. So. Und ja, das habe ich mir bestellt. Dann habe ich mir bestellt dieses Set hier. Also das stand durchaus schon auf meiner Wunschliste, aber halt nicht als Priorität Nummer 1. Da haben wir jetzt einmal, ich fange mal an mit den Gummistempeln, das sind so Küchenutensilien, ne? Und es ist auch auf Englisch, leider. Mit Töpfen, Salzstreuer, Kochmützen, so ein bisschen Gemüse, eine Schüssel, Nudelholz, sagt man, ne? Und Messerchen. Und da gibt es dazu Stanzformen. Die packt man jetzt mal aus.
Da haben wir jetzt hier losgelöst von diesem Set. Also wir haben natürlich jetzt hier die Schüssel und das Messer und Salzstreuer und hier diese Töpfe. Das kann man alles ausstanzen. Aber diese Sachen hier, der Quirl und ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diesen Wender und das Brett, das haben wir jetzt hier nicht. Das ist extra. Und das ist auch so schön. Also es kriegt dann so Prägelinien. Das kommt nicht so platt raus, sondern hat eine schöne Struktur dann. So. Und da habe ich jetzt ganz viele gesehen, die machen dann damit Kochbücher oder Rezeptbücher oder sowas. Ja, ich habe da auch schon eine Idee. Verrate ich euch aber noch nicht. Seht ihr zu gegebener Zeit. Ich weiß auch noch nicht, ob ich ein Video dazu mache oder ob es wieder nur Fotos werden für Instagram und Facebook. Also nicht vergessen, abonnieren. So, dann, das war im Ausverkauf. Ja, da war ich ein Opfer von, oh, Rabatt, das ist günstig. Eigentlich total blöd. Ich hoffe, das lässt irgendwann mal nach, ne? Weil Schmetterlinge habe ich ja echt viele. Richtig schöne. Und viele. Und jetzt schon wieder Schmetterlinge. Aber die waren halt 50% reduziert. Alles beides. Da konnte ich nicht Nein sagen. Ja, also wir haben hier Klarsichtstempel. Und es ist natürlich noch in diesem alten Design. Das sind ja jetzt erst so die neuen Sets, die dann anders ausgeliefert werden, wo das hier schon hingedruckt ist, damit die Produktion einfacher wird. Also die haben ja hier das auf diese Folie, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt mal hier abziehen kann, immer drauf gedruckt. Das macht es natürlich sehr viel aufwendiger, als wenn man einfach hier so einen ganzen Einleger bedruckt, ist ja eh hier schon bedruckt, und einfach eine ganz klare Folie hinten und vorne drauf macht. So. Also, das ist dieses Set. Das hat jetzt auch gar keine Sprüche, das hat nur Schmetterlinge. Und einen Rahmen natürlich. Also, der ist schon super, ne? Und die Stanzformen dazu. Die zeige ich euch natürlich auch. Ist ja jetzt kein neues Produkt. Vielleicht kennen das ja viele von euch schon. So, warte mal, wie rum hält man das? Ist eigentlich wurscht, ne? Also, wir haben hier, man kann diese Schmetterlinge ausstanzen in verschiedener Anordnung, sehe ich gerade, oder? Nö, das ist die gleiche Anordnung. Das finde ich jetzt schon mal interessant. Irgendwas muss ja da der Unterschied sein. Für mich sehen die jetzt irgendwie gleich aus, aber irgendwo wird der Unterschied sein. Vielleicht einfach, dass man sich mehrmals gleichzeitig ausstanzen kann. Das könnte natürlich sein, ne? Bei manchen Sets ist das sehr cool, ne? Wenn es die Blätter drei- oder viermal gibt. Dann kann man hier natürlich auch die einzelnen ausstanzen. Dann haben wir hier auch so einen, könnt ihr das sehen, so geprägt. Also da kommt so ein richtig schön geprägter Schmetterling raus. Den gestempelten Rahmen könnt ihr euch ausstanzen. Und hier die Zweige. Die haben wir natürlich auch noch. Und diesen Schmetterling hier. Also die, ihr könnt ja, das sind so, ach, wie nennt man das? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich sage jetzt mal zwei Wegestempel. Die Konturen und das sind die Füllstempel, ne? Aber ihr könnt das natürlich auch ohne die Konturen verwenden. Das ist euch, ihr könnt ja das noch verfeinern, so ähnlich wie bei den Stiefmütterchen eigentlich, ne? Dass ihr das mit verschiedenen Schichten zusammenbaut. So, also ich hab's jetzt. Und ich hoffe, ich werde damit basteln. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Habt ihr auch so Leichen in eurem Bastelschrank, was ihr unbedingt haben wolltet? Und irgendwann stellt ihr fest, jetzt muss ich mal ausmisten. Und dann nehmt ihr das in die Hand und denkt, damit habe ich nie gebastelt. Ich wollte es unbedingt haben und habe es nie benutzt. Also bei mir gibt es sowas schon. Mal schauen, ob das nicht dazugehören wird. So, dann habe ich mir eine Stanzform bestellt. Die fand ich cool. Also die stand auch schon auf meiner Bestellliste, aber die war nicht im Vorverkauf erhältlich, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist, Stanzform trifft es eigentlich nicht ganz, weil
Die stanzt hier nichts aus, sondern die macht so gestitchte Linien ins Papier. Also eigentlich eher eine Prägung. Aber es wird als Stanzform verkauft. Also eigentlich ist es eher eine Prägeform. Die macht lauter solche kleine Stitch-Linien rein. Und also die hat mich sofort angesprochen. Und Herbst kommt. Man muss es ja auch nicht für Herbst nehmen, ne? Also ich bin gespannt, was mir damit einfällt. Mit dieser Form. Und die ist richtig groß. Also es passt ein Kartenaufleger komplett drauf. Ihr könnt auch viel größere Sachen damit machen, ne? So, und jetzt habe ich noch ein Set. Eins! Und dann ist eigentlich schon vorbei. Für meine Verhältnisse ziemlich übersichtlich. Es liegt daran, dass ich viel Papier bestellt habe. Und die Designerpapiere ich jetzt heute nicht extra ausgepackt habe, weil die habe ich euch alle in den vergangenen Videos schon gezeigt. Und zwar, das habe ich jetzt nicht gekauft, das hatte ich schon. Und wenn ihr das Auspackvideo geschaut habt, und vielleicht erinnert ihr euch noch, was habe ich gesagt? Ich habe mir nur das Stempelset bestellt. Die Stanzform brauche ich nicht. Habe ich gesagt. So, was habe ich mir jetzt bestellt? Die Stanzform. Denn die waren runtergesetzt. Und dann dachte ich, ja, ja, was soll's. Dann hast du das Set komplett. So. Da sind sie. Also ganz bestimmt habt ihr dazu schon jede Menge Projekte gesehen. Das Set habe ich auch schon verwendet. Aber ich zeige es euch lieber nochmal im Mini-Katalog. Ich muss es nur gerade finden, auf was für einer Seite es ist. Weil da war ein Bild, das habe ich gesehen und gesagt, das muss schon. Nur aufgrund von dem Bild. Also das Stempelset. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das gleich finde. Seite 31. Gott sei Dank gibt es Inhaltsverzeichnisse. So. Das hier. Das war's. Dieses Bild. Das habe ich gesehen. Muss ich haben. Manchmal reicht ein Bild. Und da sind halt die Stanzformen dazu. Und hier seht ihr auf den Projekten. Hier haben sie übrigens auch diese Leckereinschachtel verwendet. Von dieser Herzensreihe da. Diese Stanzformen seht ihr jetzt hier im Hintergrund. Und auch hier. Also. Jetzt habe ich sie auch noch. So. Das war im Moment mein Einkauf für diesen Monat. Ich hoffe, das war's. Nein, das stimmt nicht ganz. Ich habe ja gestern noch mal was bestellt. Denn ich habe ja heute mal geguckt. Und es fehlen ja nicht mehr ganz so viele Abonnenten bis zur 1000. Zur magischen 1000. Und da wird es natürlich ein Gewinnspiel geben. Da habe ich natürlich mir so ein bisschen überlegt, was könnte ich denn verlosen? Also verraten tue ich euch noch nicht, aber bestellt habe ich schon. ich hoffe, das kommt gut bei euch an. Und ich bin gespannt, wie lange das jetzt noch dauert, bis ich über die 1000 klettere. Ich bin ganz aufgeregt. Also schön Werbung machen für meinen Kanal. Dann geht's schneller. Und wer will, kann gerne mein Team einsteigen. Das ist ja jetzt mit der Einsteigeraktion im Mai, die ja leider schon vorbei ist, gewachsen. Und ich würde mich freuen, wenn es weiter wächst. Also wenn ihr jetzt einsteigt, habt ihr zwar keine spezielle Einsteigeraktion, aber ab nächsten Monat, also ab Juli, können wir aus dem neuen Mini-Katalog schon Sachen vorbestellen mit Kombination von der Celebration, die im August dann startet. Die ist ja neu dieses Jahr. Es gibt eine zweite Celebration. Und für uns Demonstratoren ist es möglich, schon im Vorverkaufszeitraum uns auch da diese Prämien schon zu sichern, was echt cool ist, weil dieses Mal gibt es keine Garantie, dass die Sachen wirklich alle zu bekommen sind. Denn was weg ist, ist weg, gilt diesmal bei der zweiten Celebration. Und das wäre schon ein Grund, jetzt noch einzusteigen und das dann mitzunehmen. Ich denke, es wird auch in der Celebration wahrscheinlich wieder eine Einsteigeraktion geben. Aber darüber weiß ich noch nichts. Deswegen ist es nur eine Vermutung von mir, weil es ja neu ist, dass es dieses Jahr zwei gibt. Also, ihr seid herzlich willkommen in meinem Team. Wenn ihr Interesse habt, dann schaut euch mal das Video da oben an. Da verlinke ich euch mal das etwas kürzere, aktuellere Video. Und in diesem Video findet ihr einen Link auf ein sehr viel ausführlicheres. Genau.
So, und jetzt bin ich eigentlich fertig. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Sonntag zahlreich einschaltet, wenn der Videohop vom Team Stempelwiese ist. Da bin ich auch dabei und ganz viele tolle andere. Und da gibt es immer richtig viele coole Ideen. Das Thema diesmal ist In-Color-Farben, die aktuellen. Also lasst euch überraschen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!